Hallo ihr lieben Leute, endlich mal wieder ein Video von mir, von Smoke for the Gods. Ich weiß, ich habe schon ewig keins mehr gemacht, aber endlich ist mal wieder Zigarrenwetter. Es war ja so frustrierend die ganze Zeit, das Frühjahr. Ich möchte anfangen mit einem Update zu meinem Humidor. Ihr habt ja mitbekommen, dass ich mir zu Weihnachten einen neuen Humidor gegönnt habe, nämlich einen Germanus. Hier steht er. Und wir wollen einfach mal schauen, wie es da drin ausschaut. Hoffentlich könnt ihr es erkennen. 67 Grad Luftfeuchtigkeit bei jetzt knapp 27 Grad Temperatur. Es ist recht warm. Bisher bin ich sehr zufrieden, muss ich sagen, damit. Es gibt eine Sache, die mich etwas stört. Also zunächst mal, was auffällt ist, das könnt ihr sicher hören, also dass es hier nicht wirklich dicht jetzt wie ein Kühlschrank, ja. Das macht aber gar nichts, denn dadurch zirkuliert da drin immer so ein bisschen die Luft und die Luftfeuchtigkeit bleibt eigentlich gut erhalten. Also dass es nicht hier hermetisch abgeriegelt ist, gehe ich davon aus, ist gewollt. Und bisher halte ich ihn mit diesen Befeuchtern feucht. Das sind so Polymerkristalle drin. Das sind einfach die Originale von Germanus. Ich vertrete ja so ein bisschen den Standpunkt, dass ich gern Systeme so nutze, wie sie gedacht sind. Ich weiß, viele von euch machen dann nochmal, verwenden extra Material, aber das ist mir zu aufwendig. Und ihr seht auch, dass ich hier drei Stück liegen habe, die sind gar nicht im Einsatz. Er ist einfach zu feucht geworden. Ich habe ihn anfangs präpariert, indem ich alle Schubladen mit einem nassen, mit destilliertem Wasser befeuchteten Lappen einfach abgerieben habe und dann diese Teile aufgefüllt habe. Das machen wir jetzt gleich, weil es mal wieder nötig ist. Und dann kommt der, ich glaube, das sind jetzt vier drin, locker auf weit über 70% Luftfeuchtigkeit, wahrscheinlich fast etwas zu viel, also ich komme so auf 3-74%. Aber die Zigarren, die ich bisher daraus genossen habe, sind wirklich gut abgebrannt und es war in Ordnung. Was ich wirklich nicht gut finde, ist der Schlüssel hier. Das ist, ihr seht auch, der geht gar nicht weit rein. Und er labbert da total drin rum. Ich weiß auch immer gar nicht, in welche Richtung ich da noch drehen muss. So, jetzt ist er offen. Also diesen Schlüssel finde ich für den Preis des Schloss wirklich wertmindernd. Also wenn man so ein schönes Teil baut, kann man da ruhig auch noch ein bisschen investieren und ein ordentliches Schloss reinmachen. Ich zahle auch gerne noch einen Zehner mehr. So, es kommt ein extremer, ich hoffe, dass es Zedernholzduft ist, entgegen. Es ist so intensiv, dass es fast schon etwas künstlich wirkt. So, jetzt können wir mal schauen. Ich habe immer so abwechselnd in die ersten, also in die erste Schublade ist ja noch leer, in die ersten Schubladen diese Befeuchter reingelegt. Seht ihr, jetzt ist schon der Schlüssel rausgefallen. So, und das war's schon. Schaut mal, es sind sogar nur drei drin. Die reichen vollkommen aus. Der trocknet jetzt auch nicht sofort aus, weil er mal offen war. So, diese drei lege ich jetzt einfach in destilliertes Wasser ein. Das können wir gleich zusammen machen. So, also das, was ich jetzt tue, mache ich ungefähr alle 2 Monate. So lang reicht das. Und ich finde, das ist echt zumutbar. Einfach Wasser hier rein, in so eine Schale. Ist jetzt schon leer geworden, ich habe mir neues gekauft. So, das müsste schon reichen. Ich lege die immer schräg rein und ihr seht, die schwimmen jetzt leider da oben drauf. Deswegen nehme ich hier noch so eine Schale zum Beschweren und lege die einfach oben drauf. Und jetzt warte ich ungefähr eine Stunde und dann mache ich sie wieder zurück in den Humidor. Und dann können wir noch ein bisschen verfolgen, so die nächsten 2-3 Tage, wie die Luftfeuchtigkeit wieder steigt. Und dann war es das mit dem Video. Und vielleicht smoken wir dann auch gleich einen aus dem Humidor. Und wenn ihr meinen Kanal und mich ein bisschen unterstützen wollt,
Dann schickt mir doch eine kleine Gabe zum Befüllen. Ihr seht, habt gesehen, es gibt noch jede Menge leere Schubladen da drin. Ja, würde mich freuen. Ansonsten freue ich mich immer über Likes, über Abos und so weiter. Das ist ja noch gar nicht das Ende des Videos. Es geht dann noch weiter. So, ihr Lieben, ich habe jetzt diese Befeuchter 1,5 Stunden eingelegt und habe sie eben gerade rein und mir ist aufgefallen, ich habe einen vergessen. Da lag noch einer in der Schublade. Den habe ich jetzt gerade nochmal ins Wasser gelegt. Aber ihr seht, es waren jetzt 90 Minuten kein Befeuchter drin und es ist immer noch auf 66%. Ich glaube, vorher waren es 67, ich weiß gar nicht mehr. Und das beobachten wir mal. In ein paar Tagen müsste es über 70 wieder sein. Gut, vor 2 Tagen habe ich den Humidor aufgefüllt und er ist jetzt auf 71 Grad Luftfeuchtigkeit und begonnen hatten wir ja mit 66 Grad und der wird jetzt noch so wahrscheinlich auf 374 noch hochgehen und es hält jetzt wieder 2 Monate. Ja, mit einem Smoke jetzt heute leider nichts, weil es draußen schon wieder so aussieht. Es ist wirklich frustrierend, aber das holen wir auf jeden Fall nach. Unterdessen, das Video ist ja jetzt vorbei, möchte ich euch nochmal hinweisen, ich habe gerade vorhin mal geguckt und war ganz überrascht, dass ich plötzlich hier einige meiner Zigarrenbücher verkauft habe auf Amazon. Es scheint jetzt doch wieder die Saison zu beginnen. Also falls ihr ein lustiges Geschenk sucht für jemanden oder vielleicht sogar für euch selbst, also für mich war das total, gerade am Anfang, sehr nützlich, weil ich mir da immer ein bisschen gemerkt habe, was für eine Raucherfahrung ich gemacht habe. Ihr habt hier also eine Grundstruktur vorgegeben und könnt dann einfach eure Ringe einkleben und eure persönlichen Gedanken zu eurem Raucherlebnis. Und ich habe das gleiche Buch, also der Inhalt ist überall gleich, habe ich in 3 verschiedenen Varianten gemacht. Also das erste hier heißt einfach Keine vergessen, Zigarren-Logbuch. Dann noch so ein bisschen was Edleres, Vergiss mein nicht, das Zigarrenjournal. Und hier was etwas Derberes, der Ziggy-Tracker. Das ist auch ein cooles Zitat von Arnold Schwarzenegger hinten drauf auf Englisch. Gut, das war's aber jetzt für heute. Wie gesagt, ich freue mich über jegliche Unterstützung. Ein Like tut's auch schon, ein Kanal-Abo oder den ein oder anderen Stick für meinen Humidor. Okay, ich hoffe, dass wir bald mit echten Smokes dann mal wieder weitermachen. Das war's für heute. Bis dann. Das war Smoke for the Goats. Tschüss.